Eigentlich muss ich auch den ganzen Schrott abliefern, also zurück zu Hangman Sally. Dann gehen wir da kurz hin. Ach, die liegen hier immer noch rum. Nelson, Latimer und die Todesschützen. Hier ist noch Trish, die Tote. Das erinnert mich daran, dass ich immer noch diese blöden. Sind da wieder Drogen drin, bitte lass es. Nee, schade, keine Camps. Die muss ich immer noch verkaufen. Diese blöde Paul Pembroke, ey. Ja, der war schon irgendwie blöd, ne? Das war schon doof damals. Aber ganz ehrlich, da hat der Paul schon selber Schuld. Ich mein, wenn er mir das abkauft, dass ich ihm. Ja. Selber Schuld. So. Huch. Nachts umherzustreifen ist nicht gerade das Klügste, was man hier tun kann. Ah ja, okay. Cool, dass sie da einfach so hängt. So, habe ich noch. Ne, ich habe keine Wasserflaschen mehr. Ja. Ich habe nichts dagegen, zu Fuß zu gehen, solange es am Ende etwas Action gibt. Och, halt die Schnauze. Ich muss eigentlich mal die gesamte Munition, die ich hier habe, und in allen Siedlungen habe, also in Sanctuary, in der Red Rocket, hier und im Flughafen und in allen anderen Siedlungen, in denen ich jemals Munition reingetan habe. Eigentlich müsste ich die mal alle sammeln und eigentlich alle in den Flughafen oder hier eben reinhauen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, was denn jetzt eigentlich die Hauptbasis wird. Also ob das jetzt hier Hangman's Alley wird oder ob das der Flughafen wäre. Wird. Beides ist eigentlich ganz gut. Hangman's Alley ist schön mittig gelegen. Beim Flughafen hat man allerdings den Vorteil, dass ich da mit dem Vertibot schnell hinkomme. So. Gemüsestärke kann ich nicht machen, oder? Scheint wirklich was zu werden. Ach doch. Außerdem ist hier der Ding, der Buddy. Wo sind die denn schon wieder, die alte Knalltüte? Wenn der jetzt wieder da drin rumsteht und nichts macht, dann raste ich wieder aus, ey. Ah ja, sie braucht hier eigentlich noch eine Tür. In ihrem kleinen Schüppchen. Ich glaube, ich mache Hangman's Alley zur Hauptbasis, oder? Ich glaube, das macht am meisten Sinn, weil das ist ja, das ist schön zentral, da kann ich immer hinlaufen in zur Not und. Und zur Not kann ich hier auch einfach landen, das wäre ja dann hier ungefähr. Das ist nicht so weit weg. Das heißt, ich muss mal die ganzen Sachen vom Flughafen. Also die ganze Munition und die Waffen und sowas, die müsste ich alle mal vom Flughafen hier hin tun. Wo ist denn jetzt Deacon? Steht der wieder nur dumm rum oder wie oder was? Ah, ne, da ist er. Hey! Was ist los? Was mir gehört, gehört auch dir. Mhm. Kannst du Schrott nehmen? Ich bin überlastet. Die Munition nehmen. Und die Waffe nehmen. Da lohnt sich nicht mal das Aufheben, Boss. Hey. Ja, du musst mir was Wichtiges sagen. Ich hab's verstanden.
Ich glaube, ich kann aber gar nicht so vertikal bauen, wie ich das eigentlich wollte. Ne? Ich habe ja auch gar nicht so viel Platz, wie ich bauen will. Beim Flughafen habe ich halt deutlich mehr Platz. Ich habe doch den gesamten Schrott abgelegt. Wieso ist Gemüse... Achso, Gemüsesuppe, nicht Gemüsestärke. Mach ich die ganze Zeit Gemüsesuppe statt Gemüsestärke? Nee, oder? Nee. Warte mal, kann ich die ganze Nuka-Cola und sowas, die ich habe, kann ich die auch beim... Ich probiere das mal aus, warte mal, kann ich die Nuka-Cola nehmen? Hey Kumpel! Seien Sie gegrüßt, Kumpel! Kann ich die ihm geben? Ist Ihnen eher nach Gaumen oder nach Zwerchfellfreuden? Weißt du, wo ich neue Rezepte finden kann? Sie sollten. Aha. Ist Ihnen. Aha. Ich nehme ein Bier. Das Aufgabenkram braucht alle paar Tage eiskaltes Bier und kann andere Getränke kühlen. Du kannst weitere Holoband-Rezepte finden und die Auswahl seiner Brauerei. Kalt und erfrischend. Ah, okay. Der hat den Schlüssel, Brennstoff, Fusionszelle und 40 eiskaltes Gwinnett Pale. Kann ich jetzt die Nuka-Cola da reintun und dann wird sie eiskalt? Ist das so? Also nach ein paar Tagen? Ich mach das mal. Ich nehme mal die ganze Bourbon Gwinnett Ale, Gwinnett Brew, Gwinnett Stout. Also die ganzen Getränke nehme ich einfach mal. Nuka-Cherry, Nuka-Cola Quantum. Wasser. Ach komm, probieren wir es mit Wasser auch mal aus. So. Wodka. Whisky. Den müsste ich dann auf jeden Fall zu dem und Wein. Den müsste ich dann auf jeden Fall. Refreshing Beverage. Ich weiß nicht. Aber die auch, aber ich probiere es mal mit einer. Und mal nach, ob er alles Mögliche kühlen kann oder ob das nur bestimmte Sachen sind, die er kühlen kann. So. Hey, Kumpel. Schön, Sie wieder zu sehen. Ja? Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Ich nehme ein Bier. Kalt und... So. Also, meine Hilfsmittel, Bourbon... Gwinnett Ale, Gwinnett Brew, Gwinnett Stout, Nuka Cherry, Nuka Cola Quantum. Refreshing Beverage, Wodka, Whisky, Wein. Mit Wasser wollte ich es noch ausprobieren. Gebe ich ihm eins. Und das war's. Probieren wir das einfach mal aus, ob der das kühlen kann. Das heißt, ich müsste theoretisch... Ich müsste ihn jetzt eigentlich zum Flughafen bringen, also ihm sagen, er soll zum Flughafen gehen. Denn das ist ja mein de facto Hauptquartier bisher. Also bisher ist das ja noch nicht mein Hauptquartier. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das zum Hauptquartier mache, aber mein Hauptquartier, also meine Basis ist ja am Flughafen. Allerdings, wenn ich ihn zum Flughafen schicke, dann ist er eventuell wieder in der Mauer, so wie alle anderen. Das wäre dann doof. Also lasse ich den erstmal hier. Ich gucke dann mal irgendwann wieder zurück hier rein und dann gucke mal nach, ob das alles gekühlt ist. Dauert ja sowieso erstmal irgendwie, er sagt ja... Irgendwie jeden Tag ein Getränk oder sowas. Oder alle paar Tage ein Getränk. Irgendwie sowas. Aber wieso läuft Deacon mir jetzt nicht mehr hinterher? Was will der Scheißer?
Wo ist der jetzt eigentlich schon wieder? Wo ist denn der? Deacon! Deacon! Der läuft ja wieder nur, ne? Wo ist der denn? Was zur Hölle, wo ist der? Der war doch gerade eben hier und da hat er gemeint, er müsste mir irgendwas Wichtiges... ist er schon wieder. Alter, ich kann doch nicht mit ihm im Dunkeln reden. Kann ich mich hier irgendwo hinsetzen und dann warten, bis es Tag ist? Das ist zwar blöd, aber... Na, jetzt müsste ich 6 Stunden warten. Ja gut, dann gehe ich kurz pennen, 6 Stunden lang. Was habe ich denn momentan für einen Adrenalinwert? 50. Egal. Ich müsste wahrscheinlich sowieso schlafen. Ich habe ja momentan Koffein in mir drin. Also ich habe ja die Nuka-Cola Quantum getrunken. Deswegen noch Koffeineffekt. Wahrscheinlich muss ich sowieso pennen gehen. Und das lieber jetzt machen als später. So. Ah ja, da ist er. Aufgepasst. Klar, ich kann dir helfen. Hey, ich muss dir was Wichtiges sagen. Es ist wirklich toll, dass du meinen Mist erträgst. Es ist so... Ich hatte schon lange keinen Freund mehr. Ich bin ein Lügner. Jeder weiß, dass ich... Ich mache kein Geheimnis daraus. Ich bin ein Betrüger. Durch und durch. In meiner Jugend, vor langer, langer Zeit war ich, tja, Abschaum. Ein Fanatiker. Und zwar ein sehr gewalttätiger. Ja, das Problem ist jetzt, woher soll ich denn wissen, ob er lügt oder nicht? Wirklich so schlimm, rede weiter, du lügst, Jugendsünden. Das ist wie die kleine Geschichte vom kleinen Fritz, der immer wegen Feuer bei der Feuerwehr anruft und immer lügt. Hey, so langweilig bin ich auch wieder nicht, oder? Lass mich nicht hängen. Ja, das ist wie die Geschichte vom kleinen Fritz, der immer wieder bei der Feuerwehr anruft und sagt, es brennt. Und dann kommt die Feuerwehr und es brennt gar nicht. Und dann ruft er wieder bei der Feuerwehr an und sagt, es brennt und es brennt nicht. Und dann ruft er wieder an und sagt, es brennt und es brennt nicht. Und dann ruft er irgendwann an und sagt, es brennt. Und die Feuerwehr... Ruhig über deine Antwort nach. Davon hängen Leben ab. Naja, nicht wirklich. Und dann ruft er an und sagt, es brennt. Und die Feuerwehr sagt, nein, Fritz, es brennt nicht. Legt auf und Fritz verbrennt. Weil er zu oft gelogen hat, glaubt die Feuerwehr ihm nicht mehr, dass er lügt. Dass das brennt. Also, das tut mir leid, aber... Willst du mir wieder deine Lügen verkaufen? Lass es. Hör mir zu. Bitte beurteile mich erst dann. Ich war bei einer Gang in University Point. Wir nannten uns die UP Deathclaws. Wir terrorisierten jeden, den wir für einen Cent hielten. Wir stachelten uns gegenseitig an. Erst kamen Sachbeschädigungen, dann Prügeleien und dann schließlich Lynchmord. Unser Anführer war überzeugt, dass wir einen Cent gefunden und getötet hatten. Im Nachhinein bin ich mir nicht mehr so sicher. Warum erzählst du mir das? Was ist das für ein Spielchen? Das nennt man Beichte. Soll gut für die Seele sein. Also habe ich mich von meinen Brüdern abgewendet, den Kontakt abgebrochen. Später wurde ich Bauer, wenn du mir das glaubst. Dann traf ich jemanden. Sie sah etwas in mir, von dem ich nicht wusste, dass es da war. Barbara war einfach da. Hast sie nicht verdient. Wie war sie so? Sie war besonders, sie zu verlassen war mutig. Was? Sie zu verlassen war mutig? Was? Wie war sie so? Ihr Lächeln war wie auf diesen alten Magazinen. Ihre Augen
Wir wollten Kinder. Wollten überleben. Dann eines Tages stellte sich heraus, dass Barbara ein Synth war. Sie wusste es nicht. Ich auch nicht. Keine Ahnung, wie die Deathclaws es erfahren hatten. Aber es wurde blutig. Sie haben sie also getötet? Ja. Danach erinnere ich mich nicht mehr an viel. Ich weiß, dass ich die meisten Claws getötet habe. Das hat wohl Eindruck gemacht. Die Railroad kontaktierte mich. Sie wussten, dass meine Frau tot war und sie wussten, was ich getan hatte. Ja, das Problem ist jetzt, ich weiß wieder nicht, ob es die Wahrheit ist oder die Lüge. Ne? Das ist jetzt das Hauptproblem bei ihm. Auch wenn es wahr ist, ist es eine extrem traurige Geschichte. Und hast du gestern das Spiel gesehen? Ja klar, war super. Aber es kann nur eine Lüge sein. Das ist ja, Deacon, wenn man immer nur lügt und dann sagt, ja, ich bin ein Lügner und ich lüge und lüge und lüge, dann vertrauen einem die Menschen nicht mehr und dann, wie soll ich ihm noch vertrauen? Also wie soll ich ihm jetzt glauben können, dass das, was er sagt, die Wahrheit ist? Also da wären wir und genießen den Moment. Schön. Wie soll ich ihm glauben, dass das die Wahrheit ist? Ich kann es ihm nicht glauben. Ich könnte ihm jetzt vertrauen, aber wieso soll ich ihm vertrauen? Er hat das so oft schon gelogen. Wobei, bis jetzt hat er immer gesagt, wenn wir ihn drauf angesprochen... Solch langes Schweigen fülle ich ganz gern mit poetischen Grübeleien. Das Problem ist, das Ding ist ja auch jedes Mal, wenn wir ihn darauf angesprochen haben, dass es eine Lüge ist, hat er ja auch zugegeben, dass es eine Lüge ist. Das hat er diesmal nicht gemacht. Die Railroad hat dich aufgenommen, obwohl du bei den Deathclaws warst? So viele Jahre sind vergangen, dass es außer den Claws wohl niemand mehr weiß. Sie wissen nur, dass jemand sich gewehrt hat. Ich weiß nicht mal, warum ich lüge. Aber ich kann einfach nicht die Wahrheit sagen. Tom, Des, du, sogar dieses Arschloch Carrington. Alle verdienen es, in der Railroad zu sein. Miss? Ich nicht. Ich stehe für alles, was mit diesem scheiß Commonwealth nicht stimmt. Du bist mein einziger Freund. Ich verdiene dein Mitgefühl nicht. Ja, da hast du ich recht. Bitte nicht mehr darum. Aber ich dachte mir, du solltest es wissen. Ja, das Problem ist, ich glaub's ihm nicht. Ganz ehrlich, ich glaub's ihm nicht. Ich kauf dir die Geschichte nicht ab. Sehr verständlich. Aber glaub mir, du bist mein Freund. Vielleicht der Einzige. Wenn es hart auf hart kommt, bin ich bei dir. Na dann, danke. Durch das Erreichen der höchsten Verbundenheitsstufe mit Deacon hast du den Skill Nacht und Nebel erhalten. Was soll das jetzt sein? Nacht und Nebel? Skills? Nacht und Nebel? Das wäre weiter oben. Nacht und Nebel. Dank deiner Beziehung zu Deacon erhältst du plus 40% Staffboy-Dauer und plus 20% Schaden durch Schleichangriffe. Ah ja. Tja, Deacon. Jetzt haben wir ein kleines Problemchen. Dein Schicksal ist bereits vorgeschrieben. Kommst du angerannt, wenn ich jetzt meine Waffe ziehe, oder läufst du wieder normal? Okay, diesmal kommt er angerannt. Du hast den Hund hinab verschoben. Du Arschloch. Jetzt haben wir ihn eigentlich zu 100%. Jetzt könnte ich wieder einen anderen Kollegen mitnehmen, ne? Könnte ich ja eigentlich mal Strong mitnehmen, theoretisch. So. So bescheuert hier. Hä? Ach verdammt, ich hab den Mila nicht aufgestellt. Hab ich ganz vergessen. Einmal ein Lügner, immer ein Lügner. Es war eine traurige Geschichte, aber ich kann erstens nicht sicher sein, ob sie wahr ist oder nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie wahr ist. So. Und zweitens, das macht ihn nicht besser. Dadurch ist er nur ein noch größerer Lappen.
Obwohl, nee, eigentlich ist er dadurch nicht ein größerer Lappen. Aber warum erzählt er mir das? Oh, der hat gesagt, Beichte. Von wegen, ich wäre sein Freund und sowas. Empfinde ich nicht so. Ist wieder mal so eine Situation wie... Also so eine... Ah, du bist mein einziger Freund. Das ist nicht so krass wie bei MacReady, der ja schon nach 5 Stunden oder nach 5 Minuten, die wir mit ihnen rumgerannt sind, gesagt hat, die wären sein Freund. Aber kommt doch schon ziemlich nah dran. Ich meine, ich bin jetzt schon länger mit ihm unterwegs, aber besonders viel von ihm weiß ich nicht. Nur, dass er ständig Lügen erzählt. Eventuell ein Synthet ist, eventuell nicht. Je nachdem, ob man seinen Lügen glaubt oder nicht. Das werden wir ja schon noch auswerten. Und uns irgendwie mega toll findet. Ah ja. Das Mehrbürohaus, da waren wir ja schon drin. Habe ich eine Mod installiert, die das zu einem Zuhause macht. Allerdings kann ich das nicht mit den restlichen Sachen verbinden. Konzentrier dich auf wertvolles Bergungsgut, sonst brichst du dir mit dem Müll noch das Kreuz. So. Ich würde sagen, Dance ist unser Freund. Bei Dance weiß ich wenigstens, also Dance kam hier nicht erst mit irgendwelchen Lügen und dann später mit irgendwelchem anderen Scheiß. Piper ist unsere Freundin, Kyrie ist unsere Freundin, Codsurf ist unser Freund. Ja, das war's. Dogmeat ist unser Freund, aber... Aber Deacon und MacReady, Kate ist unsere Freundin. Aber Deacon ist so, ich weiß nicht, das ist ein pathologischer Lügner. Vielleicht Schutzmechanismus, ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall bringt ihm das keine Sympathiepunkte für mich, bei mir ein. Der ist manchmal lustig, aber nur weil jemand lustig ist, heißt das nicht unbedingt, dass er ein Freund ist. Er hat sich schon ziemlich eingeschleimt, ne? Also bei uns. Ist also von Anfang an eingeschleimt. Er zieht auch nie Stellung. Also er bezieht eigentlich nie Stellung, wenn man mal drüber nachdenkt. Bei der Railroad, da sagt er was Positives, aber gleichzeitig auch was Negatives. Da sagt er nur was Positives. Bei der Bruderschaft... er sagt da was Positives und sowohl was Negatives. Von wegen, ja, die wären eigentlich ganz okay, aber jetzt und dann Punkt, sagt aber auch nicht, was daran falsch ist. Also kann man sich, ja. Und bei den Minutemen, da sagt er auch, ja, ist eine gute Idee, aber Punkt. So. Und jetzt für euch aus dem, So. Also als Freund würde ich Deacon nicht bezeichnen. Leider, muss ich einfach mal sagen. Ich würde ihn nicht als Freund bezeichnen, sondern eher so als, ich weiß nicht, so als Typ, der eben zur Feyroad gehört und immer hinterherlatscht, weil er eben zur Feyroad... Sag mal ehrlich, aufgepasst. Hast du gerufen? Wenn ich nicht die Mission von der Feyroad machen würde, hätte ich den auch nie mitgenommen. Weil jemand, der mich vom ersten Moment an anlügt, dem kann ich einfach nicht vertrauen. Was gibt's, Deacon? Ey, was ist los?
Was meinst du? Ich bin ein Fan der Bücher aus der alten Welt. Das muss eine tolle Zeit gewesen sein. Ist zwischen dir und mir alles in Ordnung? Wir sind toll. Wir sind absolut fantastisch. Man wird Lieder darüber schreiben, wie großartig wir sind. Ich habe auch das Gefühl, jetzt, wo ich ihn ein bisschen näher kenne, dass er sich hinter seinem Humor so ein bisschen versteckt. Nimm den Hintereingang. Ja. Der Weg ist frei. H222 kann gefahrlos weiterziehen. Ich weiß. Durfte mir von Glory gerade einiges über Molden anhören. Die Sicherheit unserer Einsätze ist gelegentliche Missverständnisse mehr als wert. Wie dem auch sei, Amari meldet, dass H222 es gefahrlos geschafft hat. Woher weiß sie das? Ich dachte, die hat ihn nur losgeschickt und dann machst du sonst noch was. Hat geklappt, Hilfe gern, ein Danke reicht nicht. Ja, ein Danke reicht nicht. Ich hatte mir mehr erhofft als nur einen warmen Händedruck. Da hast du recht. Fürs Erste ist die Krise vorüber. Nimm das hier, das hast du dir verdient. Juhu, ein paar Kronkorken, keine Ahnung wie viele. Es kommt bestimmt wieder Trommler angerannt und sagt, hey du, irgendjemand will irgendwas von dir. Es läuft mehr, als man mitbekommt. Vertrau mir. Ja, noch eine Stunde, dann ist meine Schicht zu Ende. Der letzte Mila sendet brauchbare Daten aus dem Commonwealth. Ich kenne noch ein Gebäude, das ein Mila vertragen könnte. Ja, natürlich kennst du das. Oder wir gehen einfach shoppen. Ich muss gehen. Reicht das, du. So. Das, wie? Kaputte Eisenbahn, Einschienenbahn. Was, Einschienenbahn? Wie soll das denn schon wieder sein? Das ist ja wieder direkt da. Herzöhle. Ah ja, das muss ich immer noch machen. University Point. Oh, da könnten wir ja Deacon eigentlich mitnehmen und gucken, ob er da irgendwelche Kommentare zu hat. Er kommt ja von da, scheinbar. Oh Gott, da kommt Trommler. Jetzt kommt es gleich wieder, pass auf. Nee? Achtung, Tom hat wieder tolle Sachen auf Lager. Schau mal vorbei. Das ist doch dein einziger Job, ne? Du rennst rum und sagst, Achtung, irgendwer macht irgendwas. Hey, bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Das glaubst du denn nicht? Ja, ich hab's ganz allein geschafft, einem roten Weg zu folgen. Bist du verletzt? Ist echt ein Wunder, dass du und Gloria es noch durch einen Metalldetektor schafft. Was soll das denn heißen? Jetzt nicht. Gut. Gloria ist doch sowieso synthetisch. Analysiere. Ja, was analst du denn? Rekalibriere mit neuem Datensatz. Nichts. Ich bin ein bisschen verloren, muss ich gerade zugestehen. Sieht doch gut aus. Was? Volt Blau? Bitte? Dir und Glory wurde also derselbe Einsatz zugewiesen. Tja, die Bereichseinteilung von Informationen hat ihren Preis. Ihr seid so ein Haufen Lappen. Wenn ihr nicht diese blöden, toten Briefkästen zur Kommunikation zwischen Unterschlupfen nutzen würdet, dann würde sowas auch nicht passieren. Tut mir leid, ich muss für Tüftel Tom was... erledigen. Ja. Desdemona. Das Geschäft in Good Neighbor ist abgeschlossen, oder? Der Umfang unseres Einsatzes dort ist streng vertraulich. H222 hat das Commonwealth verlassen. Es ist Tradition, auf den ersten Erfolg ein Glas zu leeren. Gut gemacht. Was? Desdemona. Gott verdammt. Augusta zu verlieren ist ein schwerer Schlag. Ach, nicht dein Fehler, ich weiß. Ich möchte nicht über Blackbird sprechen. Carrington wird mir bestimmt ein Ohr abkauen. Hä? Was? Der Unterschlupf Mercer ist ein Zeichen dafür, dass es für uns bergauf geht. Danke. Desdemona. Operation Jackpot war ein Erfolg. Gott sei Dank. Unsere Vorräte gingen schon gefährlich stark zur Neige. Gute Arbeit in Augusta. Bittere Wahrheiten sind mir lieber als Unwissenheit. Wenn du was brauchst, nimm's dir. Dafür ist es ja da. Ich glaube, wir sind jetzt alle Dialoge durchgegangen. Desdemona. Entschuldigung, ich hab zu tun. Ach was, guck mal. Dafür haben sie Ressourcen, ne? So eine blöde Leuchte aufzustellen, die ihre blöde Leuchte leuchtet. Beleuchtet. Das ist. Sonst hier überall nur Kerzen und Öllampen. Aber gut, da haben sie noch was. Aber hier, das ist wichtig. Ja, sie sind sehr stolz darauf, dass sie einen unerkannten Untergrund haben, von dem nie jemand im ganzen Commonwealth etwas weiß. Das ist ein Haufen Scheiße. So, wo ist denn Glory? Die hat doch bestimmt auch was zu sagen, oder? Kann sich doch mal bei uns bedanken. Nein, ich bin nicht verletzt. Wie kommen sie denn darauf? Wo ist sie denn?
dass die beiden, also dass ich jetzt der Erste bin, der die umgeschossen hat, zeigt ja eigentlich, dass die Leute in der Railroad alle nicht zielen können, ne? Sonst wären die noch schon lange umgeschossen worden. Difficultoms Terminal. Ja, was müssen wir jetzt machen? Einfach nur University Point abschießen? Ich bin sehr beschäftigt. Das hier. Glory. Manchmal stimmen die Geschichten. Du hast es in Morden krachen lassen. Was soll das heißen, manchmal? Dieser Ort, wir, das gibt es alles nicht. Und jetzt bin ich verwirrt. Also, wir müssen in einer Einschienenbahn Mina aufstellen und wir müssen University Point clearen. Und in derselben Richtung müssen wir auch das hier machen. Und das hier. Und das hier. Wenn du was anderes sagst. Oder? Ja, genau. Zweiten Radarpeilsender holen. Atomatoys Spielzeugfabrik. Ja, das ist auch noch anders. Und dann hier University Point. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt das mit der Mila. Dann holen wir einen Vertibird. Dann fliegen wir kurz zum Flughafen, holen die Power Armor, denn die geht mir doch schon. Also ich vermisse sie doch schon so ein bisschen. Tüftelturm ist an was dran. Ich hoffe nur, es läuft besser als beim letzten Mal. Spoiler, wird's nicht. Das weiß man doch jetzt schon. Ah, Lappen, 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 Lappen. Der Vorteil daran ist, wenn wir denen helfen, dann haben wir später mehr, dass wir auslöschen können. Falls man die irgendwann auslöscht. Ich gehe stark davon aus. Bestaunen Sie nun einen wunderschönen Ladebildschirm. Man beachte das pulsierende Vortex-Symbol unten in der Ecke mit einem starken Grün. So, wo muss ich hin? Da oben. Wie soll ich denn da hinkommen? Jetzt mal ehrlich, wie soll ich denn da hinkommen? Ich geh mal. Ich guck mal kurz ganz. Ich muss mal hier. Hätte ich jetzt ein Fernglas, dann könnte ich jetzt hier hochgehen und dann gucken, wo finden wir denn da was? Aber vielleicht sehen wir ja sowieso. Ruckel. Sehen wir ja sowieso was für ein Jogel. Da. Da soll ich das aufstellen. Das heißt, ich muss. Okay. Wie praktisch. Ja, durch das Gebäude durch. Hier hoch vielleicht? Geht aber nicht weiter hoch. Hätte ich jetzt ein Jetpack? Vielleicht dadurch? Durchs Einkaufszentrum, dann da hoch oder? Nee, oder das wäre. Nee. Das wäre zu groß. Vielleicht hier? Da ist nichts mehr. Hey. Nicht hinsehen. Wirklich? So nah. Ne, das ist ja nur der Bookstore, da kann man ja nicht hoch. Das ist ja nur die Bücherei oder der Bücherladen.
also doch hier rein. Also ich würde jetzt sagen, hier in die Haymarket Mall. Und dann irgendwie versuchen, da hochzukommen. Ansonsten wüsste ich nicht, wie man da hochkommen soll.